Wie sieht eine perfekte Welt für dich aus? Das haben wir euch während unserer Deutschlandtour gefragt. Wir sind Ilka und Lev und wir sind aktuell bei den Vereinten Nationen, um genau diese Forderungen mit zu den Vereinten Nationen zu nehmen. Kommt mit! In unseren Gesprächen und vor allen Dingen in unserer Rede vor der Generalversammlung der Sozialentwicklungskommission haben wir versucht, eure Forderungen aufzugreifen. Und da haben wir zum Beispiel Folgendes erzählt. Erstens. Viele der Forderungen, die ihr uns mitgegeben habt, sind Forderungen, zu denen sich die Vereinten Nationen bereits verpflichtet haben. Ihr seht hier die Ziele für nachhaltige Entwicklung, also es geht um friedliche Gesellschaften, es geht um die Eindämmung des Klimawandels, aber auch um Zugang zu gerechten Ressourcen. All das haben wir mit euch besprochen. Jetzt geht es vor allem darum, dass die Vereinten Nationen sich an diese Versprechen halten und uns eine bessere Welt hinterlassen. Zweitens. Junge Menschen sind oft besonders stark von globalen Krisen betroffen. Mit vielen von euch haben wir über die Pandemie geredet, die Zugang zur Bildung erschwert und Ungleichheiten verstärkt hat. Deswegen sollten junge Menschen auch involviert werden, wenn es darum geht, globale Lösungen für diese Schocks zu entwickeln. Denn nur so kann sichergestellt werden, dass diese Lösungen inklusiv sind und allen was bringen, auch jungen Menschen. Drittens, es ist zwar ein Riesenprivileg, hier vor den Vereinten Nationen zu sprechen, doch diese Chance bekommen nur sehr wenige junge Menschen. Die Jugend ist eine vielfältige Gruppe, doch wir sehen immer nur die gleichen jungen Menschen, die aus einem sehr, sehr privilegierten Kontext kommen, hier vertreten. Das muss sich ändern. Viertens, alle Themen sind Jugendthemen. Viel zu oft werden junge Menschen nur eingeladen, um darüber zu sprechen, was es bedeutet, jung zu sein. Wir haben natürlich mit euch auch über Jugendbeteiligung gesprochen, aber auch über Frieden, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit. Jugend ist ein Querschnittsthema und sollte überall behandelt werden, egal ob Frieden, nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte. Eine Einbeziehung junger Menschen in alle thematischen Prioritäten der Vereinten Nationen ist deswegen besonders wichtig. Fünftens. Viele der aktuellen Herausforderungen gehen uns alle was an, egal ob es der Klimawandel ist, neue Technologien, künstliche Intelligenz. Alle Generationen müssen zusammenarbeiten, damit diese Herausforderungen gelöst werden können. Wir, die jungen Menschen, sind es den zukünftigen Generationen schuldig, aber gleichzeitig müssen uns EntscheidungsträgerInnen dabei unterstützen, denn alleine geht's nicht. All das haben wir BotschafterInnen, DiplomatInnen und Jugenddelegierten aus der ganzen Welt gesagt, aber es war uns auch wichtig, es euch nochmal zu erzählen. Denn um die Welt zu einem besseren Ort zu machen, muss man nicht nach New York fahren. Sich für Jugendbeteiligung einsetzen, sich gegen den Klimawandel stark machen, sich gegen Diskriminierung einsetzen und für Menschenrechte. Das geht hier in den Vereinten Nationen, aber auch bei euch in der Schule. Also engagiert euch. Wie Ilka und ich immer sagen, unsere gemeinsame Zukunft hängt davon ab. Viele Grüße aus New York.